Hallo und willkommen zu Englife, wo ich euch mal wieder zeige, dass Englisch gar nicht so schwer sein muss, wie ihr immer denkt. Heute gucken wir uns weiter die Zeitformen, also die Tenses an. Beim letzten Mal haben wir Present Perfect besprochen. Wer jetzt denkt, okay, da fehlt noch eine Gegenwartszeitform, keine Panik, die kommt zum Schluss. Heute widmen wir uns Simple Past, oder übersetzt heißt es die einfache Vergangenheit. Wir gehen also von der Gegenwart in die Vergangenheit, springen eine Spalte nach links quasi und gucken uns diese Sätze an. You ate a sandwich yesterday. She kicked the football during school. I visited Berlin last summer. Übersetzt heißen sie, du aßt ein Sandwich gestern. Ich übersetze jetzt 1:1. Sie trat den Fußball während der Schule. Ich besuchte Berlin letzten Sommer. Ihr merkt, Vergangenheitsform, im Deutschen haben wir mehrere verschiedene und im Englischen ist das kein Unterschied. Was müsst ihr also beachten? Ihr müsst gucken, wieder aufs Verb natürlich. Wenn sich die Zeitform verändern, verändert sich nur das Verb. Ihr müsst das Verb in die Simple Past Form setzen. Es gibt zwei verschiedene Arten von Verben. Es gibt reguläre Verben und irreguläre Verben, wenn es um die Vergangenheit geht. Reguläre Verben, da macht ihr einfach ein ED hinten dran. Kick, kicked. Visit, visited. Dann gibt es die irregulären Verben. Guckt mal unten in die Beschreibung, da verlinke ich euch eine Liste mit irregulären Verben. Und leider, falls ihr sie noch nicht könnt, die müsst ihr einfach komplett auswendig lernen. Da kommt ihr nicht drum rum. Einfach hinsetzen, auswendig lernen. Was anderes kann man da leider nicht machen. In dieser Tabelle werdet ihr drei Spalten sehen. Hier die Infinitivform, die ihr im Simple Present verwendet. Dann die Simple Past Form und dann die Past Participle Form. Wir brauchen für Simple Past diese zweite hier. Also aus see wird saw, aus eat wird ate und so weiter. Ihr müsst also gucken, ist das Verb, das ich benutzen möchte, regulär? Dann setze ich ein ed hinten ran. Ist es irregulär, dann gucke ich in die Tabelle oder in meinem Kopf nach, wenn ich alle auswendig gelernt habe und nehme hier diese zweite Spalte der englischen Wörter. Die Frage jetzt, wann benutzen wir das? Denn es ähnelt sehr stark dem Present Perfect, der abgeschlossenen Gegenwart. Und das stimmt. Es gibt aber einen winzig kleinen Unterschied. Wann nutzen wir Simple Past für Handlungen, die zu einem genauen Zeitpunkt in der Vergangenheit stattgefunden haben? Wir haben in den Simple Past-Sätzen also einen genauen Zeitpunkt. Wenn ihr hier auf diese Sätze guckt, yesterday, gestern, ist ein genauer Zeitpunkt. Während der Schule ist ein genauer Zeitpunkt. Letzten Sommer ist ein genauer Zeitpunkt. Falls ihr zum Beispiel in der Schule seid und einen Text schreiben sollt, was ihr letzten Sommer getan habt, dann ist das ein genauer Zeitpunkt in der Vergangenheit. Das heißt, ihr müsst den Satz im Simple Present schreiben. So müsst ihr darauf achten. Seid ihr in der Vergangenheit? Habt ihr einen genauen Zeitpunkt, den ihr nennen könnt, dann nutzt ihr Simple Past. Als nächstes kommt ein kleines Video, wo ich Present Perfect mit Simple Past vergleiche und den winzig kleinen Unterschied zwischen den beiden nochmal genauer erläutere. Und ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Ihr werdet unten in der Beschreibung nochmal die Videos zu Present Perfect finden und zu Present Perfect versus Simple Past, sobald das draußen ist. Und ich hoffe, ihr lernt dann auch wieder etwas zu den Zeitformen dazu. Und ich bedanke mich mal wieder, dass ihr eingeschaltet habt und hoffentlich ein bisschen was über englische Zeitformen gelernt habt und ein bisschen schlauer durch dieses Video wurdet. Wenn es euch gefallen hat, falls ihr irgendwas gelernt habt, dann gebt ruhig ein Däumchen nach oben und schreibt Kommentare. Ich freue mich immer über Kommentare. Und vor allem abonniert die Videos, damit ihr immer wieder auf dem neuesten Stand bleibt, wenn neue Videos erscheinen. Und ich verabschiede mich von euch. Thank you very much for watching. I see you in the next video. Goodbye.